Ja, doch kein Wasserturm, sondern ein Banditenlager. Nähern Sie sich dem Banditenlager und benutzen Sie das Fernglas, um die Eingangspunkte zu identifizieren, den Lagerleiter zu finden und potenzielle Gelegenheiten in der Umgebung zu identifizieren. Um das Banditenlager zu übernehmen, müssen Sie den Lageranführer und seine Lieutenants töten und das Lagertotem holen. Wenn Sie das Lager übernehmen, richten Sie eine Sicherheitszone ein und verdienen sich zusätzliche Belohnungen. XP, Waffen, Outfits und so weiter. Nicht viele Wachen. Die meisten schlafen wahrscheinlich. Es gibt ein paar Eingänge ins Lager. Der Vordereingang wäre Selbstmord. Da sind die meisten Wachen. Du gehst zuerst rein. Wir schlagen uns von der anderen Seite aus durch. Wir nehmen sie in die Zange. Wenn irgendetwas schief geht, ziehen wir uns in die Basis zurück. Wo? Das Tango-Motel. Tango! Foxtrot, Uniform, Charlie, Kilo. Und Tango natürlich. Okay. Ist die Frage, ich bin ja durch die ganzen Sidequests ja auch schon ein bisschen overlevelt. Soll ich da vielleicht einfach nur reinpreschen und alles niedermetzeln? Oder wollen wir uns so ein bisschen reinschleichen und mal gucken, wie wir damit klarkommen? Ja, was wollt ihr sehen? Carnage oder taktisches Vorgehen? Einbrechen. Okay. Hätte ich mir fast denken können, weil das ist die einzige Chance, wie ich sterbe, ne? Wenn ich langsam reingehe und vorsichtig bin, passiert mir ja nichts, ne? Es ist ratsam, hier eine Tarnung zu verwenden. Drücken Sie C, um in die Hocke zu gehen und mit Hilfe von Verstecken Ihre Sichtbarkeit zu reduzieren. Nutzen Sie die Umgebung, um Ihre Feinde abzulenken. Münzen, Flaschen und Ziegel machen Lärm, der Ihre Aufmerksamkeit erregt. Schleichen Sie sich hinter die Feinde. Also erstmal den Feind erregen und dann so richtig schön von hinten packen. Habt das gehört, ja? Gut. Feinde drücken Sie, schleichen Sie sich hinter die Feinde und drücken Sie F, um sie zu überwältigen. Verdienen Sie sich die Kampffertigkeit Stich, um Ihre Feinde schneller und leiser auszuschalten. Ah. Planänderung. Die hab ich hier, Stich. Und gut genaues Zielen. Und Windrad. Und Ground Pound. So, endlich mal ein paar neue Sachen freigeschaltet. Attacke abwehren, was? Stürmen Sie auf einen Feind vor Ihnen zu und schlagen Sie ihn zu Boden. Wenn es Ihnen gelingt, den Feind auf diese Weise in die Tiefe zu stürzen, erleiden Sie selbst keinen Fallschaden. Drücken Sie V beim Fallen aus größeren Höhen. Drücken Sie Linksklick, um den Feind loszulassen. Oh mein Gott. So kompliziert. Also. Sie haben unser Versteck angegriffen. Wer? Was? Sophie? Meine Männer sind dort. Finde Karl. Rette ihn und beschaffe unsere Kristalle. Schnell. Ich tue, was ich kann. Gerade hat sie noch gesagt, die greifen hier von hinten an und wir sollen auch noch mit rein, ne? Jetzt sagt sie, die müssen woanders hin und wir machen das alleine. Und Madara hat sich gewünscht, dass wir hier reinpreschen. Also machen wir das. Ja! 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 Ja!
das für Leute? Warum kämpfen hier welche gegeneinander? Sind das zwei verschiedene Parteien? Guck mal, die kämpfen gegeneinander. Weiß nicht, was du für einer bist. Ich weiß echt nicht, was du für einer bist. Du bist gerade einfach volle Kanne hier reingerannt. Und haben einfach losgeschnetzelt. Herrlich. Ich glaube, wir haben einen der Lieutenants getötet. Aber noch nicht den Megaboss, oder? Oder wollt ihr mir sagen, das war's das jetzt schon? Es ist ein Klappspaten. Ein Militärspaten. Den habe ich so modifiziert, dass er Strom und Feuer drauf hat. Ja. Molotov-Cocktails, oh. Und Pfeile. Armbrustbolzen. Vielleicht bekommen wir ja bald eine Armbrust. Wäre auch cool. Kanne hier reingerannt. Habe ich, glaube ich, damals bei meinem ersten Playthrough so nicht gemacht. Da habe ich mich dran gehalten. Mit dem langsam reinschleichen und vorsichtig sein und so. Komplette Lager jetzt schon geklärt? Das kann doch nicht sein, oder? Never. Ernsthaft? Da war aber nur ein Lieutenant. Es stand doch da ein Boss und mehrere Lieutenants. Never. Jack und Joe's Camp. Ernsthaft? Ich bin völlig baff. Habt ihr das? Das war ja total lächerlich. Ich bin hier reingerannt und hab 3-4 Gegner umgehauen und das war's. Was brauchst du? Ich bin ein bisschen verwirrt. Auf jeden. Ah, kann man immer gebrauchen. Schau wieder vorbei. Hier auch einen Waffenmeister. Endlich hat diesen Wichsern mal jemand gezeigt, wo der Hammer hängt. Ich bete für dich. Eine Notiz. Infizierten Spielkarte. Herz, Ass, Schattenjäger. Aha. Es sieht so aus, als hätten die Peacekeeper versucht, die Taktiken der Armeen der alten Welt nachzuahmen, um ihre Soldaten über feindliche Bedrohungen aufzuklären. Diese Karte zeigt den Schattenjäger, der weithin als der Spitzenjäger unter den Infizierten gilt. Schattenjäger sind tödliche Fleischjäger, deren Geschwindigkeit
rohe Stärke und Intelligenz alle anderen Exemplare ihrer Art übertreffen. Ihnen ist unbedingt aus dem Weg zu gehen. Ja. Pilger, wo sind die anderen? Sie wurden angegriffen. Wo sind die Kristalle? Da drüben. Funke Sophie an. Schnell. Sophie? Ich hab Karl. Es geht ihm gut. Was ist mit euch? Sophie? Sophie, bist du da? Du musst ihnen helfen, Aiden. Also das war Jack und Joes Lager. Na, hier haben die Karl gefangen gehalten. Wir haben jetzt Karl gerettet. Jetzt müssen wir Sophie und Barney helfen. Und dann wahrscheinlich Jack und Joes Wasserturm einnehmen, oder? Wo sind Jack und Joe? Sie flohen aus dem Lager, als sie den Kampflärm gehört haben. Ich weiß nicht, was sie planen. Sie sagten, dass sie auf Verstärkung warten. Welche Verstärkung? Das weiß ich nicht genau. Joe sprach von den Abtrünnigen, Überbleibsel der alten Armee, die auf dem Damm an der anderen Seite der Stadt stationiert sind. In letzter Zeit wurden sie am Bazar gesichtet. Ich hab sie schon ein paar Mal gesehen, ja. Die greifen mich immer mal wieder an, wenn die mich sehen. Wohin soll ich gehen? Zum Tango Motel. Dort ist Sophies Versteck. Lauf! Schnell! Nicht zu fassen, dass sie mich so zum Narren halten konnten. Ja. Ich bin immer noch einfach völlig baff davon, dass ich einfach reingerannt bin in dieses Lager, 3-4 Mal draufgeschlagen habe und alles war eingenommen. Das ist so merkwürdig. Ich könnte schwören, das letzte Mal musste ich hier durch die Etagen durchgehen und mehrere Lieutenants besiegen und dann kam erst ein Boss oder sowas. Aber diesmal einfach rein, 4 Gegner weggeklatscht, fertig. Und hier ist jetzt ein Windrad. Müssen wir das auch noch klären oder ist das jetzt schon geklärt? Nee, ne, das ist schon unseres. Ja, bin ich baff. Dann gehen wir Sophie retten. Der Überfall. Gehen Sie zum Tango-Motel. Sophie wollte für die Tode ihrer Feinde Rache nehmen. Durch meine Hilfe wollte ich das Vertrauen der Bazar-Bewohner erlangen und herausfinden, wer Commander Lucas getötet hatte. Wo kann man hier runter? Also der Aitor von den Peacekeepern hat ja gesagt, die wollen Sophies Lager jetzt durchsuchen, während Sophie halt hier angreift. Also gehe ich mal davon aus, die Peacekeeper haben jetzt hier angegriffen. Tango Motel. Noch was, Hakon. Das Versteck von Sophie und Barney wurde angegriffen. Es könnten Peacekeeper sein. Fuck. Denk daran, fuck, warum du hier bist, Aiden. Wir sollen in den Zentralring gelangen und uns nicht in lokale Konflikte einmischen. Misch dich nicht in diese Sache ein. Geh zurück zur U-Bahn. Wir sagen Aether, was wir haben. Vielleicht lässt er uns dann durch. Nein. Nee. Oh. Ich muss gehen, Hakon. Ich habe versprochen, Sophie zu helfen. Außerdem gelangen wir nur so an die Wahrheit. Okay. Ich melde mich.
Wir helfen hier, das haben wir versprochen. Stoffbehälter in der Nähe. Oh, fuck. Scheiße, ich bin zu spät. Sophie! Barney, bist du da? Sophie? Sophie, melde dich. Mann, warum bin ich immer überall zu spät? Ach, Leute, Leute, Leute. Aber egal, ob rechtzeitig oder zu spät. Looten. Dafür ist immer Zeit. Link geht ja auch einfach in fremde Häuser. Zerschlägt dort die Tonkrüge und nimmt die Rupies mit. Rubies oder Rupies? Ich weiß gar nicht, wie es bei denen heißt. Nimmt die Kohle mit. Bin ich mal gespannt. Ready to rumble. Oder auch nicht. Reis im Kühlschrank. Wer macht sowas? Sophie, was ist los, verdammt? Melde dich. Shit. Okay, ich soll hier draußen lang. Logisch. Hier war ich schon einmal in dem Stream, wo wir einfach nur ein bisschen gefarmt haben und ein paar Windmühlen freigeschaltet haben und diese Fallschirme ein bisschen eingesammelt haben, die hier verteilt sind. Da mussten wir für diesen Fallschirm, mussten wir ganz schön, ich weiß gar nicht mehr, von irgendwo sind wir da hochgeklettert, hier rüber gewuselt, so wie jetzt auch gerade, haben dann diese Leitern hier runtergeklappt, die jetzt gar nicht mehr runtergeklappt sind, aus irgendeinem Grund. Eigentlich müssten die so hier sein. Und dann sind wir hier oben drauf und da war der Fallschirm. Das war so ein kleiner Farming-Stream. Da habe ich keine Story gemacht, keine Nebenmission, gar nichts. Einfach nur Zombies geschlachtet und Sachen eingesammelt, so ein bisschen. Und diese Leiter hatten wir auch schon runtergemacht. Nur hier sind wir nicht reingekommen. Da habe ich gesagt, denn da geht es nur per Story rein. Kämpfen wir jetzt? Immer noch nicht. Mann. So, hier liegen tote PK und tote Basar-Leute. Beide Seiten hat's erwischt. Okay.
Zwei Stück, nice. Da können wir direkt das nächste Upgrade machen. Haben wir jetzt 300 Ausdauer oder ist das nächste Level 300 Ausdauer? Ich glaube, wir haben jetzt 300. Und damit können wir dann endlich Windradkirsche können wir dann später machen. Und was war da noch dabei? Ja, und allgemein ist die Stufe 4 Dinger, können wir jetzt endlich mal angehen. Wir sind jetzt Level 4. Könnte man das dann mal machen gern. Luftlieferung, genau, die hat auch 300 Ausdauer gebraucht. Schön, endlich. Das war mein Ziel. Erstmal so schnell wie möglich auf 300 Ausdauer kommen. Jetzt können wir die nächsten Hemmstoffe mal ein bisschen in HP und Angriffsmodus und solche einstecken. Aber Ausdauer 300 wollte ich so schnell wie möglich erreichen. Oh, Marmelade. Ich wollte gerade sagen, ich hab gar keinen Code dafür. Weil der macht den einfach so auf. Wir haben sich einfach beide Seiten gegenseitig ausgeschaltet. Locher? Ah, oh, ein Entwurf für eine Waffe. Okay. Cool. Ja, ich glaube, hier haben sich beide Seiten mehr oder weniger gegenseitig ausgeschaltet. Ah, eigentlich so dämlich ist das, ja. Es gibt schon so wenig Leute. So wenig Menschen und so viele Zombies. Und die paar Überlebenden, die es gibt, haben nichts Besseres zu tun, als sich gegenseitig die Rübe einzuschlagen. Na, da haben wir die Überlebenden aus dem Bazar. Dann haben wir die Peacekeeper. Und wir haben die Abtrünnigen. Drei Fraktionen in dieser kleinen Stadt, die sich gegenseitig die Rübe einschlagen, statt den Zombies. Hier ist Aiden. Ihre Männer sind tot. Oh, Scheiße. Verdammt, Aiden. Ich hatte gerade angefangen, dich zu mögen. Du hast die Peacekeeper hergebracht. Ich habe euch geholfen. Du hast uns im Stich gelassen. Und jetzt müssen wir dich umlegen. Aiden. Was? Und dir selbst. Uns zu helfen war nur ein Nebeneffekt. Worauf wartet ihr? Keine Ahnung, was ihr tun sollt? Ach komm, laber doch keinen Scheiß. Barney! Barney, warte! Ich habe euch geholfen. Ich bin für euch hergekommen, um euch zu retten. Statt zu Aether zu gehen. Ich will die gar nicht umbringen. Ich will sie nicht umbringen. Oh. Oh Mann. Ihr seid doch blöd, Leute. Warum greift ihr mich an? Ich versuche den Leuten doch nur zu helfen. Und werd hier von einer Intrige in die nächste irgendwie reingezerrt. Ach, jetzt zerlegen wir ein paar Sachen. Warum wollen alle immer gegen uns kämpfen?
du? War ja klar. Was? Warum? Warum? Ich bin auf eurer Seite. Verdammt, hier geht's nicht um dich, Herman. Aus dem Weg. Nein! Du Affe. Du Affe! Herbie nennen sie einen Affen, einen Halbaffen. Aber du bist ein Ganzaffe. Ich will ihn nicht umbringen. Ich will Herman nicht umbringen. Herman, gib's auf. Lass mich mit Sophie reden. Ich will dir nichts tun. Oh. Ich will dir nicht wehtun, Homi! Der Hominator! Bitte leb noch, bitte leb noch! Nein! Bitte leb noch! Bitte leb, bitte leb, bitte leb, bitte leb! Hab ich dich umgebracht? Du hast noch alle Körperteile dran! Oh, bitte, bitte sei nur K.O. geschlagen! Ich will dich doch nicht umbringen, ey! Oh, ich mach irgendwie alles falsch in dem Spiel gefühlt. Immer da, wo du mich brauchst, ha? Scheiße, Mann. Fangen? Meinst du mit Fangen? Wie soll ich denn da rankommen? So. Oh, nein. Haben wir wieder alles falsch gemacht irgendwie? Ich wollte Damien schon retten, hab das nicht geschafft. Wir sind schon wieder so viele Leute gestorben. Alter, das schwebende Bein von Jesus oder was? Herrlich. Guckt euch das Bein an. Barney, Junge. Oh. Finde Barney. Wo bist du hergekommen? Mein sechster Sinn, Junge. Ich wusste, du kommst in Schwierigkeiten. Barney wollte dich töten. Das heißt, er verschweigt was. Etwas über Lukas oder Schlimmeres. Was meinst du? Erst der Mord am Commander und jetzt die Übernahme des Wasserturms. Das ist kein Zufall, Aiden. Barney versucht schon lange, aus dem Schatten seiner Schwester herauszutreten und Villedor selbst von den Peacekeepern zu befreien. Ich versuche ihn zu finden. Sei vorsichtig. Ich werde Aitor warnen. Wir bleiben in Verbindung. Du meinst doch jetzt wohl nicht etwa ernsthaft, dass Barney mit Jack und Joe zusammenstecken? Unter einer Decke? Nee, oder? Barney? Komm raus! Komm schon, Mann! Ich finde dich! Barney! Komm raus zum Spielen! Das ging doch vor uns nicht auf. Der sperrt uns jetzt hier ein, oder? Oh. Wenn du nicht darum bittest, schieße ich dir in den Kopf. Und wenn nicht, dann stirbst du ganz langsam, bis du alles zugibst. Also. Du bist der, der sterben wird, Barney. Barney, du solltest ihn aufhalten, nicht töten. Gib mir die Waffe. Gib sie mir, Bruder. Ich hoffe, du weißt, was du da tust. So dankt er mir also meine Hilfe? Verrätern danken wir mit dem Tod. Du hast verschwiegen, dass du für Aether arbeitest. Ich arbeite nicht für Aether, ich arbeite für mich selbst. Keiner kann hier neutral bleiben, Aiden. Wir kämpfen ums Überleben. Ohne Wasser stirbt der ganze Bazar in weniger als einem Monat. Ja, und ich wollte euch das Wasser doch bringen. Genauso wie damals, als meine Mutter... Ich hab gesagt, ich helfe euch und ihr greift mich an. Bist du einer von denen? Wir sind ja völlig egal. Sag mir, warum sollte ich dich nicht töten? Sophie, schieß! Worauf wartest du? Weil wir uns gegenseitig helfen können. Wer hat Lukas getötet? Er glaubt, wir haben ihn getötet. Sophie, rede mit mir.
Warst du es? Nein. Sophie, verdammt! Was kümmert dich dieser Mörder? Was hat Eto dir versprochen? Wenn du es nicht warst, wer hat ihn dann getötet? Das frage ich mich selbst. Jedenfalls keiner von meinen Leuten. Wenn du rausfindest, wer es war, sag's uns. Den Kerl würde ich gerne mahnen. Lukas hat den Tod verdient. Hat eh schon zu lange gelebt. Wir mussten ihn nicht töten. Wir haben unseren eigenen Plan, wie wir die Peacekeeper aus dem Bazar rauskriegen. Und wie? Jetzt bin ich aber gespannt. Ja, ich muss den Killer finden, um ins Stadtzentrum zu kommen. Weil da ist so ein Arschloch, der nennt sich Waltz. Und der hat unsere Schwester. Wir wollen zu unserer Schwester. Aether versprach mir Zugang zum Stadtzentrum. Deshalb helfe ich ihm. Und du glaubst ihm? Einfach so? Wenigstens hat er nicht versucht, mich zu töten. Er war ja auch nicht derjenige, den du verraten hast. Aber ich kann dir auch helfen. Hilf uns mit dem Wasser und ich bringe dich persönlich zum Zentralring. Zunächst mal, ich habe euch nicht verraten. Ich helfe bei der Aufklärung eines Mordes. Das ist was anderes. Was dein Angebot angeht. Wird der einzige Weg von den PKs kontrolliert? Es gibt noch einen anderen Weg. Glaubst du wirklich, dass ich dir nochmal vertrauen werde? Wir brauchen uns gegenseitig. Du hast uns nicht gesagt, dass du mit den PKs zusammenarbeitest, also haben wir Vermutungen aufgestellt. Es wird immer gefährlicher und wir müssen alle vorsichtig sein. Du hast versucht, mich zu töten, Sophie. Ich schwöre beim Andenken an Birdie, Susie, Logan, Ralph und Herman. Ich schwöre, wenn du uns hilfst... Warum mussten wir Herman umbringen? Hilfst du uns? Warum mussten wir Herman umbringen? Das ist das, was mich am meisten hier stört. Weil ihr Affen nicht reden wolltet und nicht zuhören wolltet. Ihr musstet sofort erstmal kämpfen. Okay, was ist der Plan? Jack und Joe sind geflüchtet. Wir hatten die Chance, den Turm einzunehmen und endlich das Wasser zurückzuerobern. Was der verdammte Aether macht. Wir kümmern uns um Herman die Peacekeeper und bringen dich danach sofort ins Stadtzentrum. Zuerst müssen wir aber den Wasserzugang sichern. Wie kommt man auf den Turm rauf? Es ist beinahe unmöglich ohne eine Seilwinde. Und Joes Männer haben den Zugang gesperrt. Deshalb frag... Ich soll also hochklettern. Wenn du das machst, rettest du eine ganze Menge Menschen, Aiden. Das vergessen wir dir nicht. Herman lebt noch. Alter, ich hab gedacht, Herman ist tot. Ich frag mich, ob meine Schwester dir vertraut. Neue Storyquest, Wasserturm. Ja, Leute, ich würde gerne hier reinkommen und das da alles looten. Das wird wohl wahrscheinlich ein andermal passieren. Und zum Wasserturm werden wir höchstwahrscheinlich jetzt gleich auch nicht gehen. Denn wer auf die Uhr schaut, sieht, es ist schon ein bisschen spät. Eine große Story-Quest fange ich jetzt auf keinen Fall an. Nebenquests weiß ich gerade gar nicht, ob es noch irgendwelche gibt. Ich würde jetzt einfach mal gemütlich den Feierabend anpeilen für heute. Schätze ich mal. Wir haben heute genug gemacht, glaube ich. Morgen gibt es erst nach dem Abendbrot den Stream. Aber Palworld. Ne? Wir machen ja immer abwechselnd. Mal Dying Light, mal Palworld. Also morgen Abend gibt es dann Palworld. Freitag gibt es dann wieder Futtern mit Döss. Und Samstag überlege ich mir noch. Da könnte man vielleicht eine kleine Umfrage machen, worauf ihr da Bock habt. Ob wir da Palworld machen oder Dying Light. Beziehungsweise fällt mir gerade ein, ich weiß nicht, ob ich Samstag überhaupt zu Hause bin. Ich habe meinem Cousin angeboten, dass ich zu dem komme und wieder mal ein bisschen aus dem Garten helfe. Der hatte nämlich einen kleinen Unfall und kann jetzt gerade selber nichts heben und nichts machen und so. Aber er ist selber sich noch nicht ganz sicher, ob er das da überhaupt machen will. Oder ob er einfach noch im Bett liegen bleibt. Könnte also sein, dass ich Samstag nicht da bin. Wenn ich da bin, dann mache ich vorher eine Umfrage im Discord, was ihr da sehen wollt. Dying Light oder Albert. Ne? Sonntag aber definitiv dann Planet Max, ne? Genau. So schaut's aus. Ich würde sagen, wir rennen jetzt mal schnell
Zurück zum Bazar. Da ist ein guter Punkt zum Ausloggen. Und beim nächsten Mal machen wir dann erstmal Windradkirche. Ja, und was war's noch? Zentrum für THV. Militärluftlieferung. Die Sachen machen wir dann erstmal fertig das nächste Mal, bevor wir mit der Mainquest weitermachen. So sieht jetzt der Plan aus für die nächsten Male. Alles klar? Lol, das war ja geil. Das war ja super geil. Ah, Mann, warum kletterst du nicht? Manchmal stellt er sich echt gut an und manchmal ist er einfach zu dumm zum Klettern. Ich verstehe es nicht ganz. Warum? Ich laufe gerade auf den gelben Punkt und das ist schlecht. Ich wollte dahin. Fast der gleiche Weg. Fast der gleiche. So, wie gesagt, ne, ich habe jetzt den Plan für die nächsten Tage nochmal dargelegt. Und den Plan auch für den nächsten Dying Light Stream. Ne. Ich mache jetzt Feierabend. Hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß mit uns hier. Hoffe, ihr schaut dann auch das nächste Mal wieder rein. Und ansonsten wünsche ich euch noch, oder wünschen wir euch noch einen schönen Abend und eine gute Nacht. Tschüss.